Und schon wieder zurück bei Blackguards. Und bitte nicht wundern, ich nehme gerade ein bisschen weiter im Voraus auf. Ich werde wahrscheinlich bis zum Ende des Spiels im Voraus aufnehmen, weil ich ja das, was nach Blackguards 2 kommt, noch vorbereiten muss. Deswegen kann ich jetzt nicht so gut auf Kommentare eingehen, weil ich sehr weit, also nicht sehr weit im Voraus, aber schon so anderthalb Wochen im Voraus aufnehme, damit ich genug Zeit habe. Insofern, ja, sollte ich auf Kommentare hier gerade nicht eingegangen sein, es tut mir sehr leid, wirklich. Ich kann es aber gerade nicht lesen. So, ich habe mir das Schlachtfeld angesehen und ich habe einen Plan. Hier oben steht Shinna al-Shinna. Hier stehen Insekten mit. Durch diese Türen können wir rein und können diese Kristalle hier oben kaputt machen. Durch diese Tür kommen wir höchstwahrscheinlich hier oben irgendwo hin. Hier, da. Ne? Das müsste also, irgendwie müssen wir dieses Portal, also diesen Schild hier loswerden. Und hier sind an den Seiten Portale, deren Zweck sich mir noch nicht erschließt. Aber wenn wir... wenn wir die Brücken kaputt machen können, dann werden wir es auch machen. Überall da, wo wir Brücken kaputt machen können, ist es besser, die Brücken kaputt zu machen. Hier ist die Melodie. Und hier sind zwei Platten. Ich vermute mal, wir werden uns da draufstellen müssen, genauso wie wir uns hier draufstellen müssen, um dann eventuell hier ranzukommen. Die Frage ist nur... ja, wobei, ich sehe da... ach so. Ich sehe das gerade. Ich dachte, da wäre ein Gitter davor, was sich dann öffnet. Und dass wir das Portal hier aber nochmal separat loswerden, wenn wir hier oben die... wenn wir hier oben die Kristalle losgeworden sind, aber ich glaube, wenn die Kristalle weg sind, dann sind auch die Schilde weg. Dann frage ich mich aber, wofür müssen wir da mit vier Leuten draufstehen? Naja, wir finden es raus, bevor wir jetzt ewig diskutieren. Ich würde gerne so schnell wie möglich hier aus diesem Matsch raus. Das kommt nicht gut, wir gehen mal von beiden Seiten ran. Diese Stimmen, surren, so viele surrende Stimmen. Wir haben Gäste, Shinna. Willst du sie nicht willkommen heißen? Unsere Gäste sollen sich wohlfühlen. Unsere Gäste sollen sterben. Bringt mir ihre schönen Augen. Still. Die junge Shinna muss Diplomatie lernen. Willkommen, Fremde. Wir dienen dem tausendfachen Leben. Wir lieben kein Blut. Lasst uns Frieden haben. Ein Bündnis zwischen Spinne und Fliege. Die Spinne schließt keinen Frieden mit ihrer Mahlzeit. Da muss ich ihr recht geben, die Spinne schließt keinen Frieden mit ihrer Mahlzeit. Und Shinna ist wahrlich völlig wahnsinnig. Mit der würde ich kein Bündnis eingehen wollen, weil da kannst du dir nie sicher sein, wie sie reagiert, wie sie handelt. Da ist ja auf nichts Verlass. Das wäre absurd. Völlig absurd. So, wir machen uns erstmal wieder den doppelten Takate und den doppelten Naurim. Immer eine schöne Angelegenheit. Wieso 80? Oh gut, naja gut, okay, alles hat trotzdem geklappt, sehr schön. Wieso 80? Ah ne, 100. Wieso denn mit dem Todesstoß 80? Das ist seltsam. So, die beiden kommen tatsächlich, ne, sie kommen nicht runter. Mutig. Aus dieser, ja, ich glaube, das ist die Krux. Ey! Ich glaube, oh ja. Ich glaube, deswegen sollten wir die Brücken zerstören. Weil sonst kommen hier nämlich immer wieder neue nach. Okay. Ziel 1, die Brücken zerstören. Ganz, ganz, ganz dringend. Kommen die... sind nicht, nee, das sind nicht die von da oben. Das sind die von der Seite, die hier standen. Alles klar. Genauso mutig. Ey, hallo! Auf die Entfernung willst du mich verarschen? Kommt da runter und kämpft! Nein, nein, zu jung zum Sterben. Zum Töten zu unschuldig. Vielleicht lässt sie sich irgendwie provozieren. So viel Blut. Was haben wir euch getan? Bestimmt nicht diese Shinna. Moment, war da nicht was? War da nicht was? Der Ritz hatte uns was. Shinna war eitel, oder? Eine leuchtende Schönheit wie ihr sollte keine Diplomatin sein. Sie sollte geheimnisvoll schweigen. Shinna ist schön. Ich bin hässlich. Sag das nicht. Nein, sag das nicht, Shinna. Du hast sehr schönes Haar. Das hat uns nicht geholfen. Okay, so viel dazu. Kann ich diese Brücke muss ich hier zerstören oder hier?
Machen wir es lieber direkt. Jetzt ist die Frage, mit ihm da hinten hinrennen und die Brücke auch zerstören. Ja, besser ist das, bevor wir dann nochmal mit so und so vielen Leuten zu tun haben. Ich denke mal, hier vorne werden wir klarkommen. Das sieht jetzt gerade gar nicht mal so schlecht aus, wenn ich ehrlich bin. Und dann sind es, glaube ich, nur noch die beiden da hinten, die uns mit ihren Pfeilen penetrieren. Aber auf die Entfernung müssten die eigentlich eine wirklich schlechte Chance haben, uns zu treffen. Entschuldigung. Boah, was ist mit dem los? Was geht? Das ist ja übel. Legt die Waffen nieder. Niemand wird euch wehtun. Wir müssen eine der anderen Shinnas zum Reden bringen. Aber wie einschüchtern, provozieren. Habt ihr Hüder auch drei Hinterteile? Ich will jedes einzelne treten. Wir wollen kein Blut. Wir dienen dem tausendfachen Leben. Ja, das sehe ich. Diese kleine Ratte. Ein Angriff. Ja, niederwerfen lassen sie sich leider nicht. Das ist nur noch der eine, oder? Das überlege ich gerade. Es ist hier nur noch der eine. Und der hier unten. Damit wird er ja auch fertig werden, der. Ich will nicht über diese Brücke gehen. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst, dass der uns sonst hier zunichte macht. Mit Takate könnten wir eigentlich mal sofort vorstellen und uns hier nach vorne verknüpfen, ne? Dann können wir nämlich schon mal den ersten Kristall vernichten. So. Genau so nämlich. So. Ich will nur wissen, ob das was bringt. Und oder ob wir uns mit allen vier irgendwo draufstellen müssen. Was macht er jetzt? Auch unfair. Komm her. Ich will sehen, ob rotes Blut in deinen Adern fließt. Nein, bitte. Kein Blut. Ruhig, Shina. Wir müssen standhaft sein. Kein Blut. Kein Blut. Beruhig dich, Shina. Ich führe jetzt die Verhandlung. Oh ja! Ich würde zu gerne sehen, ob die Gerüchte wahr sind. Gerüchte? Dass eure Augen so viel schöner sind als die eurer Schwester. Das sagt man, nicht wahr? Shh! Still! Still jetzt! Lassen wir uns wieder den Kopf verdrehen! Ich rede jetzt! Gut, dass wir... Ja, super. Gut, dass wir nochmal mit Ritz gesprochen haben. Ich gehe trotzdem da hoch. Gut, dass wir nochmal mit Ritz gesprochen haben. Jetzt ist die Frage hier. Warte mal, ich mach mal Folgendes. Ich gebe mir selber auch mal. Also, Cassia gebe ich auch mal einen Acceleratusch. Umwerfend. Einfach nur umwerfend. Ah, schau mal einer an. Können wir jetzt die Melodie holen? Oh. Ah, okay. Alles klar, ich verstehe.
Alles klar. Jo, die gehen jetzt nach da unten, das ist okay. Die werden damit fertig, die vier, die da unten stehen. Und dann kann Takate hier oben in Ruhe den Kristall platt machen. Und... Hat er denn noch seinen Acceleratus? Er hat seinen Acceleratus noch, aber er braucht ganz dringend mal ein bisschen Heilung. Wobei, er hat nicht so... Oh! Ja, keine... Naja, gut. Heilen wir ihn ein bisschen, dann nehmen wir einen Trank. Haben wir zum Glück etliche Tränke mittlerweile wieder im Repertoire. So, dass wir die gut ersetzen können. Wir haben, glaube ich, sogar meisterliche bekommen. Die sollten wir dann auch mal nutzen, oder? Ich meine, wir können ja nicht alles für den letzten Kampf aufsparen. Das finde ich ein bisschen seltsam. Dann haben wir nämlich wieder das ganze Inventar voll. Ja. Und dann haben wir, dann bringt es am Ende nichts. Er hat eine Wunde und er ist vergiftet. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und tot. Eure Schwestern haben mir besser gefallen. Ihr seid hässlicher als eine Schreckkatze. Oh, ich bin hässlich, sagt das hübsche Wrack. Vielleicht sollten wir uns seine Augen einsetzen. Das hat uns nicht geholfen. Ja, Entschuldigung. Wie ich dieses Gift hasse. So. Dann fangen wir mal mit dem hier oben an. Schön. Das hat gesessen. Und jetzt... Ach, sie hat auch nicht mehr. Ja, komm, dann trinkt sie jetzt auch mal ihren Zaubertrank. Huch. So. Und durch die Regeneration... Warum kommt Takate jetzt hier oben eigentlich nicht raus? Wo ist er hin? Ich wäre sehr dankbar, wenn er langsam mal da oben rauskommen würde. Weil... Ich vermisse ihn im Kampf, ehrlich gesagt. Ein ganz kleines bisschen. Takate? Oder bin ich jetzt mit ihm geflohen? Das will ich ja wohl nicht hoffen. Bin ich ziemlich sauer. Ach, guck mal. Da ist Takate. Endlich. Meine Güte. Hat lang genug gedauert. Dann gehen wir mal wieder hier hin. ...13 Schadenspunkte macht er. Wow. Ey, warum immer auf diese Entfernung? Ich muss stehen bleiben. Ich will das Lied haben. Oh, was war das denn? So, jetzt kann Naurim hier reingehen und das Lied holen. Die Melodie bändigt Shinnas Insekten. Ja, muss aber noch stehen bleiben, weil sonst kommt er dann nämlich nie wieder raus. Das ist das Problem. So, Naurim, kommst du bitte raus? Sehr schön. Jawohl. Naurim ist free. Und wieder geheilt. Und ohne Wunden. Yes. Jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Jetzt bin ich wieder glücklich. So, dann gehen wir mal hier rüber. Dann können wir nämlich auf der anderen Seite auch direkt und schnappen mit Naurim diese Dame hier. Also, ich glaube, es ist eine Insektendame. Insektoid? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wie das... Achso, wir könnten auch die Orgel spielen, aber seien wir ganz ehrlich, wir haben jetzt, glaube ich, die meisten... Haben wir nicht die meisten Insekten schon besiegt? Oh, wir könnten sogar Shinna angreifen. Oder das Insekt.
Ja? Wie fühlt sich das an, selbst mal einen Pfeil abzubekommen, hä? Ist doof, ne? Hör mal auf damit. Das ist ja furchtbar. So, jetzt zack, zack, rein da. Und drum, 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 drum. Habe ich mal irgendwo... Ich kann jetzt halt leider nicht gucken. Ja, ich sehe natürlich jetzt nicht. Ja, toll. Das macht es natürlich unfassbar einfach. Guck mal, 70% ist schon besser. Trotzdem nicht getroffen. Naja. Naja. Und er kann ja dann zaubern. Kann er von hier aus zaubern? Oh ja, kann er. Klopf, klopf. Wahrscheinlich braucht das jetzt wieder 6 Stunden, bis er da oben angekommen ist. Da werde ich aber narrisch. Karte ist hier oben fertig, ja. Oh, er ist da. Das ging ja diesmal ratzfatz. Was ist denn da los? Oh. Punkte Schaden. Heiliger. Ja, gut. Aber ich glaube, ich muss den Kristall auch zuerst... Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter weg. Weil ich so ein bisschen die Linie habe, ne? Ich glaube, ich muss auch erst den Kristall da oben bezwingen. Oder? Hat sie geheilt? Nö. Ja, dann macht Naurim gleich den Kristall kaputt und dann müssten wir vielleicht hier reinkommen. Also ich gehe mal davon aus, dass hier keine Druckplatten sind oder so. Oh ja, und da ist das Türchen offen. Falls sie überhaupt so lange lebt. Weil ich glaube, mit noch einem Pfeil ist es dann auch für sie vorbei. Ja, so viel dazu. Meine liebe Shinnah al-Shinnah, willkommen in meinem Gefängnis. Was? Urias Stab? Das ist eine Namenlose. Eine Namenlose. Cassia ließ die Werkstätten zerstören und sandte Shinnahs Kopf an Marwan. Der erste Kyrios tobte, wie er jedes Mal tobte, aber diesmal war er insgeheim erleichtert. Eine Feindin weniger, dachte er. Mein lieber erster Kyrios, du hast bald überhaupt nichts mehr, worum du dich kümmern kannst. Was haben wir da jetzt bekommen? Wir haben bekommen... Achso, den Stechhelm haben wir ja auch bekommen. Schwer. Gehört ja zu einer... Nee, das ist einfach nur ein Helm. Jo, der macht auch nichts Besonderes. Der ist einfach nur obskur. Was ist denn das hier? Immunität, astrale Regeneration, astrale Energie. Ist ganz nett. Aber... Wenn das namenloses Zeug ist, dann will ich es nicht mal haben. Ich glaube, wir haben sogar alles dafür zusammen, oder? Nee, die Kapuze fehlt. Aber namenloses Zeug, wer will schon namenloses Zeug haben? Niemand! Die Knochenkeule, Schaden gegen magische Gegner, 2 Handhiebwaffen. Wäre was für Naurim, theoretisch. Nee, ist nichts für ihn. Ist schon in allen Aspekten deutlich schlechter als das, was wir haben. Urias Stab hingegen, der Stab des Grafen Urias von Neta, der während der mysteriösen Aufstände verblendeter Bauern vor einiger Zeit spurlos verschwand. Bei Zeiten beschleicht den Träger dieses Stabes ein beunruhigendes Gefühl von Euphorie und Verzweiflung. Astralregeneration, Leben, Ausdauer, Giftstufe 3. 5 Punkte Giftschaden pro Runde, 3 Runden. Ja, wenn man damit zuschlägt. 2 Handhiebwaffen auch. Nee. Nee. Nee, nee. Dann verkaufen wir den lieber auch. Ich würde ihn lieber zerstören, da bin ich ehrlich. Aber das brauchen wir dann nicht. Das ist dann obsolet. Aber wir haben Duja und wir haben den Schwarzoger freigeschaltet. Schauen wir mal nach Duja rein. Bin ich jetzt aber gespannt. Ah, die gute alte Zeit. Takate wieder mit der Schwester. Was will sie jetzt schon wieder? Du sollst ihr eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte?
Muss nicht lang sein. Ich werde ihr keine... Erzähl ihr eine verfluchte Geschichte. Also schön, dann. Die Geschichte von Mata Mata. Eine alte Sage meines Stammes. Isna Inti ist der schnellste Jäger der Napewana. Aber er weiß, dass er sterblich ist. Also besucht er Kamaluk in Kamaluks Jagdhütte am Rand des Waldes. Kamaluk spricht zu Isna Inti und sagt, füttere meinen Jaguar Mata Mata. Solange du Mata Mata fütterst, sollst du unsterblich sein. Verhungert Mata Mata aber, wirst du jeden Tag aufs Neue sterben. Bis ans Ende der Zeit. Und Mata Mata frisst. Er frisst alle Beeren, die Isna Intis Stamm gesammelt hat. Er frisst alles Wild, das Isna Intis Stamm gejagt hat. Und Mata Mata wächst, bis er groß ist wie Isna Intis Hütte. Und als kein Essen mehr da ist, frisst Mata Mata alle Brüder und Schwestern Isna Intis. Dann frisst er Isna Intis Frau. Dann frisst er all seine Kinder, bis nur noch Isnas kleiner Sohn übrig ist. Da hört Isna Inti endlich auf, Mata Mata zu füttern. Und er nimmt sein Messer und schneidet dem großen Jaguar den Bauch auf. Aber darin ist nichts. Nicht Isnas Schwester, nicht seine Frau, nicht seine Kinder. Mata Matas Bauch ist leer. Kamaluk aber hält sein Versprechen. Und Isna Inti stirbt bis heute jeden einzelnen Tag. Siehst du? Die Geschichte hat ihr gefallen. Vor allen Dingen eine Geschichte mit einer deutlichen Lehre darin. Er wollte unsterblich sein, hat dafür alles geopfert, bis er gemerkt hat, dass diese Unsterblichkeit nichts wert ist ohne all das, was er in seinem Leben hatte, was sein Leben überhaupt lebenswert gemacht hat. Und erst da hat er erkannt, dass das nichts wert ist. Ritz ist wieder da, das ist gut. Oh ja, die beiden. Du lässt dich wohl nicht abschütteln. Schon gut, ich lasse euch in Ruhe. So war das nicht gemeint. Ehrlich gesagt bin ich froh. Diese schweigende Rüstung ist mir nicht geheuer. Ihr wirkt nachdenklich. Ich muss zugeben, ich habe mich in dir geirrt. Du bist sympathisch, auf eine sonderbare Art. Werdet ihr meiner Herrin jetzt das Rezept für das Heilmittel geben? Ich denke darüber nach. Das ist ein Ja. Bing! Man muss mit ihm wirklich einfach nur völlig interesselos an ihr sein. Sie mag das, glaube ich, nicht, wenn man sie umwirbt. Guck mal, Faramut hat auch mittlerweile eine komplett neue Rüstung an. Er hat auch einige Upgrades abbekommen. Maden kriechen aus allen Löchern wie Mishkaras ja, Gewinn. Ja, ja. Sollen wir sie zertreten? Er will schon wieder alles. Das muss warten. Sahiba, ihr habt mich mit der Verteidigung beauftragt. Ich kann euch nicht verteidigen, wenn ihr mir Zügel anlegt. Er will schon wieder alles umbringen. Der Schmied hier hat leider nichts Besonderes. Aber überhaupt nichts Besonderes. Fratzenschild. Ja, das wäre interessant, wenn man mit dem Schild Rondrakam bietet der hier an. Und ein Brabak-Bengel, schön. Aber wieso wird denn hier ein Rondrakam verkauft? Das mutet mir doch etwas seltsam an, wenn ich ehrlich bin. So, die grüne Viper kann weg, das Zierschild. Die können der Urias Stab, so schön er ist, aber wir verkaufen jetzt einfach mal ein namenloses Artefakt. Dann haben wir nämlich unser Geld beisammen und auch die obskure Robe will ich ehrlich gesagt nicht haben. Denn das ist alles Zeug, was wir von Shinna als Shinna bekommen haben und das scheint mir doch sehr, ja, obskur, um es so zu sagen. Das hier können wir eigentlich auch verkaufen, denn wir hatten ja schon festgestellt, dass das nicht besser ist. Band des gelben Königs. Ja, wir lassen es mal im Inventar. Wir sind ja nicht irgendwie knapp an Geld. So, was hat er? Stiefel des Kopfgeldjägers und Hut eines Kopfgeldjägers. Die Kopfgeldjägerrüstung wäre auch noch interessant gewesen, weil es eine leichte Rüstung ist, aber ist halt auch nichts, was wir mit, also die beiden Nahkämpfer von uns, die haben ja ihre Rüstungen und wir haben ja zwei Magier mit dabei. Wir haben ja keinen leichten Nahkämpfer, wie es früher der Fall war oder wie wir zumindest früher gedacht haben, dass wir ja zumindest Takate in diese Richtung entwickeln. Insofern sind diese leichten Rüstungen halt für uns obsolet. Aber schön, dass sie drin sind. Ihr seid eine unverschämt wissbegierige Frau. Das schätze ich.
Wollt ihr wissen, warum Marwan euch wirklich ins Labyrinth gesperrt hat? Warum ist abgeschafft, Ritz. Gibt kein Warum. Marwan hat für die Sicherung der Stadt von den Schöpfern mehrere Höllenorgeln verlangt. Herrin, an eurer Stelle würde ich um die Stadt einen weiten Bogen machen. Du missverstehst den Sinn dieser Unternehmung, Ritz. Ganze Insektenhorden werden unter dem Berg gezüchtet. Aber auch Tykates Springer wurden dort gesichtet. Was reden die Leute über mich? Oh, jeder verehrt die silberne Spinne, Herrin. Ich wünschte wirklich, dass es so wäre. Bin mir aber nicht sicher. Bin mir nicht sicher, ob er uns nicht einfach erzählt, was er, wovon er denkt, dass wir es hören wollen. Auch aus Angst um sich selber. Es bleibt nur noch das Lager von Benny Villa. Da bekommen alle unsere Truppen Geschwindigkeit plus 1. Und dann, mein lieber Marwan, haben wir ganz Mengbila und das Umland von deiner Herrschaft befreit. Was mich aber noch immer nicht weiterbringt mit dem Tykates. Ich werde mir das mal überlegen. Ich habe Zurbaran versprochen, dass ich dir nichts tun werde. Also... Ja, Zurbaran hat mir einiges über dich erzählt. Tatsächlich? Vielleicht habe ich mich in dir getäuscht. Ich weiß nicht. Neffatspilze. Die letzte Zutat sind Neffatspilze. Und die wachsen wo? Sie wachsen gar nicht. Sie werden geschaffen. Esot, der Nekromant, züchtet sie. Aber er verkauft sie nur an Vertraute. Wer sagt, dass ich kaufen will? Oh, interessant. Alles klar. Na gut. Takate. Takate hat nichts zu berichten. Tykates auch nicht. Dann würde ich erstmal zum Nekromanten aufbrechen, bevor wir... Dann würde ich jetzt zwischen den Folgen mache ich jetzt die Aufstiege und rüste dann Takate nochmal aus. Und dann würden wir zum Nekromanten aufbrechen, weil ich würde schon gerne ein Heilmittel bekommen, bevor wir in die letzten Schlachten ziehen, denn sie ist ja immer noch krank. Naja. Das kriegen wir alles hin. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist der Spannungsbogen hier deutlich intensiver aufgebaut. Auch wenn viele Rollenspielaspekte rausgenommen wurden, dafür viel mehr Entscheidungen mit reingebaut wurden und viel mehr Kämpfe. Ich weiß nicht warum, aber der Spannungsbogen ist hier deutlich größer. Ich bin unfassbar gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und deswegen sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal bis gleich. Tschüss.